Wir kochen eine Kartoffelsuppe. Dafür benötigen wir 2 Zwiebeln. Ich habe hier eine sehr große und eine kleine Zwiebel. Dann brauchen wir 2 Esslöffel Mehl. Dann brauchen wir 4 Esslöffel Margarine. Ein bisschen Paprikapulver. Salz. Dann klare Fleischsuppe. 2 davon, ein Glas Milch im Kühlschrank, ein Glas Milch, dann ca. 7 bis 8 Gläser Wasser und Kartoffeln. Die habe ich hier vorbereitet, sind im Wasser, damit sie nicht dunkel werden. Das sind ungefähr 1 Kilo Kartoffeln. Dann haben wir unser Topf. Zuerst fangen wir an, unsere Zwiebeln klein zu schneiden. Nebenbei machen wir den Herd an. Auf 2 und tun ungefähr 4 Esslöffel Margarine in den Topf. Zwei, drei und 4. Und lassen die Margarine erstmal langsam schmelzen. So, wir schneiden die Zwiebeln in Würfel. Die Zwiebeln können da schon mit rein in die Margarine. Kleine Zwiebel auch klein schneiden. Und dann erstmal die Zwiebeln gelbbraun anbraten. So, die Zwiebeln sind jetzt drin. Die werden wir jetzt schön anbraten. Da warten wir jetzt ein wenig. Im zweiten Video zeige ich euch dann, wie es weitergeht.